Um Beweise für Sams Unschuld zu sammeln, fährt Bernd Römer am nächsten Morgen mit Nadja erneut zum Polizeipräsidium und arbeitet dort die Akten zu dem Fall durch. Der Jurist kommt zu dem Schluss, dass die Polizei nicht gründlich genug ermittelt hat und lässt das die Beamten auch sofort wissen. Es geht um einen ganz wesentlichen Punkt. Vielleicht darf ich ihn sogar an der Tafel erläutern. Ich bin so frei, ja? Es gibt einen Punkt, der ist ganz wesentlich und der ist nicht geklärt worden. Wir haben die Akten durchgesehen. Also, es gab an diesem Abend einen Anruf an die Taxizentrale, angeblich oder tatsächlich aus dieser Gaststätte, zu der mein Mandant dann gefahren ist, um 21.30 Uhr. Nach Version der Anklage, und die stützt sich ausschließlich auf das spätere Geständnis meines Mandanten, hat mein Mandant hier an der Gaststätte das spätere Opfer als Fahrgast aufgenommen, hat ihn dann zu dessen Haus gefahren, hat ihn dort umgebracht. Okay, soweit bekannt. Und jetzt? Ja, bekannt ist auch, dass Sie das nie überprüft haben. In keiner Art und Weise. Sie haben sich auf das Geständnis verlassen. Es ist ja nicht nur überprüft worden, ob es diesen unbekannten Fahrgast gibt. Nein, es ist auch nie überprüft worden, ob Rainer Willing tatsächlich derjenige war, der da ins Taxi gestiegen ist. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass die erste Version meines Mandanten die richtige war. Er sagt, er hat hier einen unbekannten Fahrgast aufgenommen, hat ihn zum Haus des späteren Opfers gefahren. Der Fahrgast ist darin verschwunden, hat Rainer Willing getötet, kam wieder raus, stieg ins Taxi und wurde von ihm dann hinterher im Beethovenpark abgesetzt. Und das Tatmesser wurde dann bei Sam im Taxi liegen gelassen. Deswegen wurde es auch da später gefunden. Das heißt, der entscheidende Punkt ist dieser Anruf. Dieser Anruf ist nicht nachzuvollziehen. Das Handy des Opfers. Ist das überprüft worden oder nicht? Also wenn nicht, dann wäre das eine ganz fatale Nachlässigkeit. Es gab damals keinen Anlass mehr, die Telefonliste zu überprüfen. Sam Gerold hatte relativ schnell gestanden. Ich bin die Akten selbst noch einmal durchgegangen und ich stimme Ihnen zu, es gibt Nachlässigkeiten seitens der Ermittler. Aufgrund der neuen Beweislage stimme ich Ihnen auch zu, dass der Fall noch einmal neu aufgerollt werden muss. Danke. Komm, bitte. Vielen Dank. Also, das Erste, was ihr macht, ihr besorgt die... Wie lange brauchen die bitte, um diese blöden Telefonlisten zu besorgen? Ich meine, wollen Sie das wirklich der Polizei überlassen? Die haben schon oft genug bewiesen, dass Sie das nicht gebacken bekommen. Diese Geduld muss man haben. Das ist Ermittlungsarbeit der Polizei. Das ist deren Aufgabe. So lange warten wir ab. Und wissen Sie was? Der Staatsanwalt, der ist auf unserer Seite. Der will auch die Wiederaufnahme. Das heißt, das ist schon mal die halbe Miete. Ich sehe das Ganze sehr positiv. Kommen Sie. Okay, alles klar. Mag ja sein, dass Herr Römer recht hat, aber ich vertraue der Polizei einfach nicht mehr. Sam sitzt im Gefängnis und daran sind nur die mit ihren Ermittlungsfehlern schuld. Ich werde ja nicht einfach nur rumsitzen und nichts tun. In Berlin konnte Bernd Römer die Wiederaufnahme des Verfahrens gegen Sam Gerold erreichen, der wegen Totschlags im Gefängnis sitzt. Er soll Rainer Willing erstochen haben. Der Anwalt wies der Polizei nach, dass sie vor 5 Monaten nicht gründlich genug ermittelt hat. Das will Sams Schwester Nadja nun auf eigene Faust nachholen. Sie glaubt fest an die Unschuld ihres Bruders und kämpft mit allen Mitteln für ihn. Dafür gibt sie sich bei der Witwe sogar als Polizistin aus. Hallo, ja bitte? Schönen guten Tag, Frau Willing. Ich bin von der Polizei. Derzeit führen wir noch einige Ermittlungen durch wegen des Todesfalles ihres Mannes. Wäre es vielleicht möglich, Einsicht zu bekommen in die Handy- und Festnetzrechnungen? Ja, ich mache Ihnen mal die Tür auf. Dankeschön. Bernd Römer hat herausgefunden, dass die Rechnungen Sams erste Aussage unterstützen könnten, in der er angibt, unschuldig zu sein. Nadja will Beweise finden und geht aufs Ganze. Warum wird denn jetzt noch mal neu ermittelt? Weil der Fall ist eigentlich abgeschlossen. Ich war ja selber vor Gericht und als der Mann verurteilt wurde. Ja, keine Sorge, Frau Willing. Es geht nur um eine Erweiterung der Akten für das Archiv. Haben Sie denn vielleicht eine Einzelauflistung der Telefonate in den Rechnungen? Ja, ich hefte sie immer ab. Einen Moment, ich hol sie. Sehr schön, sehr ordentlich. So, hier sind sie. Also weiter oberhalb sind die Handyrechnungen und unterhalb die ganzen Festnetzrechnungen. Ja. Kriege ich dann meine Ordner wieder zurück? Natürlich, die Ordner wollte ich direkt gar nicht mitnehmen, sondern hier vor Ort alles durcharbeiten. Und das war's dann auch schon. Dankeschön für Ihre Mühe auch schon mal. Ja. Dürfte ich mich vielleicht hier hinsetzen? Das können Sie gerne tun. Ja. Dankeschön. Die Studentin ist mit ihrem Trick erfolgreich. Sie hat allerdings keine Ahnung, dass auch die Polizisten nicht untätig sind. Plötzlich klingelt es an der Tür. Ja, bitte? Guten Tag, Frau Willing. Mein Name ist Schilling. Das ist Frau Seifer, Kriminalpolizei. Wir würden gerne noch mal die Auszüge Ihres Mannes sehen. Und zwar Telefonauszüge von seinem Handy und Festnetz. Wäre das möglich?
Das ist jetzt aber sehr merkwürdig, weil hier im Wohnzimmer sitzt gerade Ihre Kollegin und schaut sich gerade die Rechnungen durch. Können wir die Kollegin mal sehen? Gerne. Geradeaus und links. Dankeschön. Bitte. Geh mal durch. Hallo? Puh, das war jetzt knapp. Aber jetzt habe ich alles, was ich brauche. Jetzt kann ich die Listen selber durchgehen und muss nicht auf die blöde Polizei warten. Ich kann es kaum erwarten, mit Herr Römer darüber zu sprechen. Nur um Haaresbreite entkommt Nadja der Polizei. Da, wo sie scheitern, musst du angreifen. In meinen Hör- die 24-Jährige fährt sofort zu Bernd Römer, um ihm stolz die Fotos der Rechnungen zu präsentieren. Der Anwalt ist allerdings alles andere als erfreut, denn er weiß bereits Bescheid und ist ziemlich ungehalten über die Aktion seiner Mandantin. Schließlich hat Nadine eine Straftat begangen und das kann schlimme Folgen für die Studentin haben. Noch keine Ahnung, was los ist? Ja, setzen Sie sich mal hin. Ist das denn die Wahrheit? Ich habe einen Anruf bekommen von der Polizei. Es laufen Ermittlungen gegen Sie. Wegen Amtsanmaßung. Welcher Paragraph ist das? Darf ich Sie das fragen als Jurastudentin? Amtsanmaßung. Wissen Sie eigentlich, was das heißt? Naja, Amtsanmaßung. Eigentlich habe ich ja nur gesagt, dass ich wegen Sam ermittle. Sie haben sich bei der Frau des Opfers als Polizeibeamtin ausgegeben, um sich Zugang zu Ermittlungsmaterial zu verschaffen. Ist Ihnen klar, was das bedeutet für Sie? Was das bedeuten kann? Ihre Karriere ist vorbei, bevor die überhaupt angefangen hat. Wieso? Was meinen Sie damit? Also, so naiv kann man doch nicht sein. Sie studieren doch Jura. Wenn Sie verurteilt werden, wegen Amtsanmaßung, dann werden Sie gar nicht mehr zu den Prüfungen zugelassen. Staatsexamen können Sie vergessen. Da können Sie nicht Richter werden, nicht Staatsanwalt, nicht Rechtsanwalt. Meine Güte, daran habe ich überhaupt noch gar nicht gedacht. Ich war so besessen davon, Sam zu helfen, dass ich das total ausgeblendet habe. Was mache ich denn jetzt? Jetzt warten wir ab, wie die Ermittlungen laufen und dann versuchen wir, dass wir das eingestellt bekommen. Dann haben Sie großes Glück gehabt. Wenn Sie verurteilt werden, deswegen weiß ich auch noch nicht, was wir machen. Oh Mann, ich war so bescheuert. Ich dachte, jetzt, da wir die Telefonrechnung haben, wird alles ein bisschen schneller gehen. Und ich habe die Sachen noch nicht mal mitgenommen, sondern alles nur abfotografiert. Das ändert doch an der Tatsache nichts, dass Sie sich als Polizeibeamtin ausgegeben haben. Bei so einer Geschichte. Naja, aber kann ich Ihnen die Rechnung jetzt trotzdem noch zeigen oder muss ich sie jetzt sofort löschen? Zeigen Sie mal her. Okay. Also, ich hatte selber noch keine Zeit reinzuschauen, aber... So, hier, das ist die Handyrechnung und das ist die Festnetzrechnung. Alles säuberlich abgeheftet, ja? Ja. Das ist interessant. Warum, haben Sie schon was gefunden? Hier, das ist der Einzelverbindungsnachweis für das Festnetz des Opfers. Und ausweislich dieser Rechnung wurde telefoniert am Tatabend zwischen 19.30 Uhr und dann 45 Minuten lang, also bis 20.15 Uhr. Und wenn ich mich richtig erinnere, war es aber doch so, dass nach dem Geständnis Ihres Bruders davon ausgegangen wird, dass die Tat spätestens um 20.25 Uhr stattgefunden hat. Die Ehefrau des Opfers war den ganzen Abend nicht zu Hause, das steht fest. Es ist telefoniert worden vom Festnetzanschluss bis 20.16 Uhr. Das heißt, Rainer Willing hat telefoniert. Er war den ganzen Abend zu Hause. Der kann nicht der Fahrgast Ihres Bruders gewesen sein. Ist das Ihr Ernst? Und die haben das alles übersehen? Die haben das überhaupt nicht geprüft. Passen Sie auf, ich werde bei der Polizei nachhören, ob die schon von selber drauf gekommen sind. Und wenn nicht, werde ich mal ganz vorsichtig ein bisschen nachhelfen, dass ich die auf den Trichter bringe. Die sollen ja nicht wissen, dass ich die Rechnung schon gesehen habe von Ihnen. Und was kann ich jetzt tun? Sie machen gar nichts mehr. Sie gehen bitte nach Hause und Sie halten die Füße ganz, ganz still. Und vor allen Dingen springen Sie nicht mehr herum und behaupten, Sie wären Polizeibeamtin. Vielen Dank. Also Sie sind still zu Hause. Diese Telefonrechnung ist der Beweis dafür, dass Rainer Willings, das spätere Opfer, nicht der Fahrgast meines Mandanten gewesen sein kann an dem Tatabend. Das heißt, seine erste Version, die er bei der Polizei erzählt hat, ist die richtige. Er hat einen Unbekannten im Taxi mitgenommen und das ist sehr wahrscheinlich der Täter. Und diesen Mann müssen wir jetzt finden, denn das ist der Schlüssel zum ganzen Fall. Sam sagte zuerst aus, dass er unschuldig sei. Später gab er dann den Mord zu. Da es im Gefängnis immer wieder zu Unfällen kam, vermutet der Anwalt, dass Sam bedroht und zu dem Geständnis gezwungen wurde. Nadja hofft sehr, dass sich bald alles zum Guten wendet. Doch schon auf ihrem Heimweg geschieht das nächste Unglück. Hey, lassen Sie die Frau los! Mama, das bist ja du! Meine Güte. Er wird einem nasser. Komm, steh auf. Hat mir irgendwas an den Hals gehalten? Warte, Gott, lass mal gucken. Meine Güte, Gott sei Dank,
Scheint dich verfehlt zu haben. Was ist denn genau passiert, Mama? Meine Güte. Was wollte er denn von dir? Ich bin gerade vom Einkauf zurückgekommen. Da hat er mich wohl hingepackt. Meine Güte. Aber was genau wollte er denn? Wollte er deine Handtasche? Hat er nach Geld gefragt? Was wollte er denn? Nein, gar nicht. Meine Handtasche hat er nicht angefasst. Ich weiß nicht, was er wollte. Aber ich habe schon auf dem Heimweg gemerkt vom Lebensmittelladen, dass irgendjemand mich beobachtet. Meine Güte, zum Glück ist dir wirklich nichts passiert. Aber warte mal. Ich sehe gerade, geh mal kurz zur Seite. Er hat hier irgendwas verloren. Das nehme ich mal mit. Meine Güte, wir rufen als allererstes sofort die Polizei, Mama. Komm, wir gehen nach Hause. Bereits 20 Minuten später treffen die Beamten bei Nadja und ihrer Mutter ein. Regina ist immer noch völlig verstört und kann kaum einen klaren Gedanken fassen. Nur gut, dass ihre Tochter auf Zack war und Beweismaterial gesichert hat. Da fällt mir ein, wir haben noch etwas gefunden. Wir nehmen an, dass er das verloren hatte. Ach ja? Was denn? So, bitteschön. Ich habe auch nichts angefasst. Sehr gut. EC-Kartenbeleg. Das ist ja schon mal was. Da können wir uns direkt mit dem Kreditinstitut in Verbindung setzen. Oh, warten Sie, ich habe gerade einen Anruf. Entschuldigung. Hallo? Ach, hallo, Herr Römer. Schön, dass Sie anrufen. Ja, meiner Mutter geht's gut, zum Glück. Sie hat nur einen kleinen Schock erlitten. Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Soll ich es der Polizei sagen? Alles klar. Danke für den Anruf. Vielen Dank. Ja, das war gerade Herr Römer. Er sagt, wenn der Mann es nicht auf das Geld oder die Wertsachen von meiner Mutter abgesehen hat, dann hat das vielleicht alles mit Sam zu tun und damit, dass wir angefangen haben, Recherche zu führen. Aber wieso sollte denn jemand ihre Mutter überfallen? Naja, um uns einzuschüchtern und vielleicht, damit wir aufhören, weiter rumzuschnüffeln. Also erst der Überfall auf meine Mutter, dann die Bedrohung von Sam im Gefängnis. Wie können wir denn sicher sein, dass er uns nicht weiter auflauert? Das ist es gerade. Wir können nicht sicher sein. Frau Gerold, versuchen Sie sich mal zu beruhigen. Wir versuchen wirklich alles, was möglich ist. Und wenn Ihnen irgendwas noch einfällt, was uns helfen könnte, rufen Sie uns an, ja? Klar macht mich die Theorie von Herrn Römer nervös. Aber er könnte recht haben. Was ist, wenn dieser Kerl wirklich was mit dem damaligen Mord zu tun hat und uns jetzt zum Schweigen bringen möchte? Ich habe das Ganze total unterschätzt. Wer hätte gedacht, dass die Recherche uns jetzt selber in Gefahr bringt? Sofort am nächsten Morgen fährt Anwalt Bernd Römer ins Polizeipräsidium, um den Beamten bei der Suche nach Reginas Angreifer zu helfen. Er ist sich sicher, dass der Überfall kein Zufall war und mit Sams Fall in Verbindung steht. Er hofft auf neue Informationen. Ja, also wir konnten anhand dieser EC-Kartenabrechnung konnten wir das Ganze ganz gut eingrenzen. Wir haben auch schon einen Namen dazu. Und wie heißt er? Konrad Singer. Laut Bundeszentralregister kein Unbekannter. Mehrfach vorbestraft wegen Körperverletzung, Diebstahl und so weiter. Wir haben die Staatsanwaltschaft gebeten, uns die Akte rüber zu faxen, damit wir uns ein besseres Bild machen können. Allerdings haben wir ihn bis jetzt zu Hause noch nicht angetroffen. Kann also gut sein, dass er umgezogen ist und sich nicht umgemeldet hat. Wir wissen es noch nicht. Die Akte ist jetzt da und die wichtigsten Sachen scheinen dabei zu sein. Unter anderem das Führungszeugnis. Darf ich mal sehen? Danke. Und? Konrad Singer ist 42 Jahre alt und immer noch in Berlin gemeldet. Bei der letzten Vernehmung hat er angegeben, auf einem Schrottplatz im Wedding zu arbeiten. Vielleicht sollten wir da mal schauen. Haben Sie das Vernehmungsprotokoll noch mal? Das Vernehmungsprotokoll von meinem Mandanten, das allererste polizeiliche Vernehmungsprotokoll, in dem er von dem Fahrgast erzählt hat, den er nicht kannte, den er in dem Taxi mitgenommen hat. Direkt vor der Tat. Nee, das müssen wir natürlich anfordern, aber wieso? Zeigen Sie mal. Also, wenn ich mich richtig erinnere, an die Beschreibung des Fahrgastes, die er da abgegeben hat, dann passt die genau auf diesen Mann. Langsam fügen sich die Einzelheiten zu einem Puzzle zusammen. Konrad Singer war damals der Fahrgast. Jetzt überfällt er die Mutter meines Mandanten. Er will also nicht, dass wir in der Vergangenheit herumwühlen. Und dafür wird er seine Gründe haben. Und genau diese Gründe, die werden wir jetzt herausfinden. Bernd Römer und die Polizisten konnten bei der ermittelten Wohnadresse nichts über Konrad Singer in Erfahrung bringen. Nun hoffen sie, auf dem Schrottplatz, auf dem er angeblich arbeitet, Antworten zu finden. Vor Ort treffen sie auf den Betreiber. Wir sind da wegen einem Herrn Konrad Singer, der soll hier arbeiten. Hat hier gearbeitet. Den musste ich leider entlassen, weil der hat immer unentschuldigt bei der Arbeit gefehlt.
Warum fragen Sie überhaupt? Es geht um einen Überfall. Mehr können wir Ihnen dazu nicht sagen. Aha. Ein Überfall? Haben Sie denn noch Kontakt zu Herrn Singer? Oder wissen Sie zum Beispiel, wo der gegenwärtig wohnt? Also wir sind ja nun nicht gerade im Guten auseinander, wissen Sie. Und da geht man ja nun nicht wirklich abends noch ein Bierchen trinken, ne? Und existiert vielleicht noch eine Personalakte, in die wir mal reinschauen könnten? Da müsste ich noch was haben. Ja. Kommen Sie doch einfach mal mit, schauen wir mal. Sehr gerne. Na. Während der Schrottplatzbetreiber nach den Unterlagen zu Konrad Singer sucht, schaut sich Rechtsanwalt Bernd Römer im Büro um und macht eine entscheidende Entdeckung. So, dann schauen wir mal. Entschuldigen Sie, sind Sie Herr Seitz? Ja. Sie heißen Seitz? Ja. Ja, ich sehe gerade hier diesen Zeitungsartikel. Ja. Sie sind Herr Seitz. Genau. Kennen Sie einen Lukas Seitz, zufällig? Ja, das ist mein Sohn. Warum? Sitzt Ihr Sohn, ich muss Sie das so taktlos fragen, sitzt Ihr Sohn zurzeit eine Haftstrafe ab in der Justizvollzugsanstalt hier wegen eines Verkehrsdeliktes? Ja, aber woher wissen Sie das? Eine Sekunde bitte. Kommen Sie mal mit raus. Kommt, da muss ich was erklären. Das ist mir ganz. So, jetzt hören Sie mir zu. Lukas Seitz, das ist der Mithäftling, der meinen Mandanten im Knast bedroht und misshandelt. Wir suchen Konrad Singer. Konrad Singer hat hier gearbeitet, der kennt diesen Lukas Seitz. Und der schlägt jetzt im Gefängnis auf und droht meinen Mandanten. Das muss doch alles zusammenhängen. Und der Hintergrund dieser ganzen Geschichte kann doch nur die Tat sein, wegen der mein Mandant einsitzt und wegen der wir gerade ein Wiederaufnahmeverfahren erreicht haben. Das ist kein Zufall. Dann sollten wir uns mal mit diesem Seitz und vor allem mit dem Gerold noch mal unterhalten. Genau. Ich gehe mal rein und verabschiede uns schnell. Genau. Ja. Mein Gefühl hat mich also nicht getäuscht. Der Konrad Singer hat eine Verbindung zu Lukas Seitz, also zu dem Lukas Seitz, der meinen Mandanten in der Haft schikaniert. Das Problem ist nur, dass mein Mandant mir nichts erzählt. Wahrscheinlich, weil er bedroht wird. Ich hoffe, wir schaffen das jetzt, den zum Reden zu bringen. Gemeinsam mit der Polizei fährt Rechtsanwalt Bernd Römer sofort weiter in die Justizvollzugsanstalt, um mit Sam zu sprechen. Der 29-Jährige sitzt lieber seine Strafe ab, als die Wahrheit zu sagen. Der Jurist will von ihm jetzt endlich wissen, was dahinter steckt. Dabei soll ihm Nadja helfen. Herr Gerold, Rainer Willing. Ich weiß, Sie wollen mit uns nicht über dieses Thema sprechen, aber wir müssen darüber reden. Wir haben in den letzten Stunden sehr viel herausgefunden. Und wir brauchen von Ihnen nur noch ganz wenige Informationen. Dann wissen wir die ganze Wahrheit. Und das wird Ihnen helfen. Bitte, Sam. Herr Römer möchte dir wirklich helfen. Und selbst die Polizei glaubt mittlerweile, dass du damals in deiner Aussage in der ersten die Wahrheit gesagt hast. Und auch, dass es diesen Mann gibt, der damals in deinem Taxi war. Und wir haben den sogar gefunden, diesen Fahrgast. Bitte. Das ist er, richtig? Und wir wissen auch, dass der dafür verantwortlich ist, dass Lukas Seitz sich hier im Gefängnis schikaniert. Nein, ich habe doch schon gesagt, dass da nichts ist. Alles ist gut. Herr Gerold, es macht gar keinen Sinn, uns noch anzulügen. Das müssen Sie nicht. Wir wissen viel mehr, als Sie denken. Sie werden bedroht, richtig? Sie werden bedroht und deshalb sagen Sie nicht die Wahrheit. Sie haben Rainer Willing nicht umgebracht. Habe ich recht? Er hat gesagt, dass er Nadja und meiner Mutter was antun wird. Kurz nachdem ich meine erste Aussage bei der Polizei gemacht habe, hat er sich bei mir telefonisch gemeldet. Und dann hat er gesagt, dass er beide töten wird, wenn ich die Schuld nicht auf mich nehme. Was sollte ich denn machen? Wer hat bei Ihnen angerufen? Singer? Ich habe keine Ahnung, wer es war. Er hat sich jetzt nicht persönlich am Telefon vorgestellt. Aber mir war schon klar, dass es der Taxigast gewesen sein muss. Aber was sollte ich denn machen? Ich musste die Schuld auf mich nehmen. Sam, aber du hättest wenigstens uns was sagen können. Warum hast du uns nicht die Wahrheit gesagt? Das geht nicht. Ich meine, ihr seid das Größte für mich in meinem ganzen Leben. Und bevor euch was passiert, dann gehe ich lieber mein ganzes Leben ins Gefängnis. Vielen Dank, Herr Gerold. Wir wissen Ihren Mut zu schätzen. Und ich kann Ihnen versprechen, die Polizei wird alles dafür tun, Ihre Schwester und Ihre Mutter zu schützen. So, und wir müssen sofort mit dem Herrn Seitz reden. Und zwar ein ernstes Wörtchen. Lukas Seitz, den werden wir uns jetzt vorknüpfen. Der muss uns helfen, Konrad Singer zu finden. Denn solange der draußen rumspaziert, sind die Mutter und die Schwester meines Mandanten in Gefahr. Schuldlos im Gefängnis. Sam Gerold hat einen Mord gestanden, um seine Schwester und seine Mutter zu schützen. Anwalt Bernd Römer fand heraus, dass Sam nur gestanden hat, weil er bedroht wurde. Der Jurist will den wahren Täter entlarven und der heißt für ihn Konrad Singer. Mit der Polizei vernimmt er deshalb dessen Kumpel und Mithäftling Lukas Seitz. Herr Seitz! Was ist jetzt im Zirkus hier? Kommen Sie, setzen Sie sich. Willkommen in der Manege, Herr Seitz. Wenn Sie so weit sind. Glauben mir, ja. Herr Seitz, wir kürzen das Ganze ein bisschen ab. Wir wissen, dass Sie Kontakt zu dem Herrn Konrad Singer haben. Und es ist Ihnen dringend anzuraten, heute mit uns ein bisschen zu kooperieren. Uns was Schönes zu erzählen. Also ich kenne den Konrad, aber ich habe schon seit einer Ewigkeit nichts mehr mit dem zu tun gehabt. Das ist doch schon mal die erste Lüge.
Konrad Singer hat sie doch beauftragt, ihren Mithäftling Sam Gerold zu bedrohen. Und das fing erst vor ein paar Wochen an. Hat er Ihnen Geld geboten dafür, oder wie war das? Also, Herr Seitz, ich werde Ihnen das Ganze jetzt nicht ein drittes Mal anbieten. Wenn sich herausstellt, dass Sie die letzten Wochen den Herrn Gerold verletzt haben, dann wird sich Ihr Aufenthalt hier deutlich verlängern. Ja, ne. Naja, mir wurden halt 2000 Euro geboten, wenn ich Sam dazu bringe, einen Mund zu halten. Und wenn sich seine blöde Schwester jetzt nicht eingemischt hätte, dann hätten wir das jetzt gar nicht alles gebraucht. Herr Seitz, es ist so, wenn Konrad Singer niemanden umgebracht hätte, dann wäre Sam Gerold die Haftstrafe völlig erspart geblieben. Verstehen Sie? Jetzt raus mit der Sprache. Wo ist Herr Singer? Wo hält er sich auf? Ich weiß es nicht. Wir haben immer nur telefoniert. Aber das heißt, Sie haben vielleicht eine Telefonnummer für uns? Vielleicht sogar eine Handynummer? Ja, ne, ich kann Ihnen eine Handynummer geben. Raus mit der Sprache. 0142-617-1151. Geht doch. Ich hoffe, die Handynummer ist noch aktiv und Konrad Singer kann darüber geortet werden. Auf jeden Fall wird er zur Fahndung ausgeschrieben und ich bin mir sicher, wir sind ganz nah an ihm dran. Die Spur ist mehr als heiß. Das Handy des mutmaßlichen Mörders wurde in einer Kneipe in Berlin-Wedding lokalisiert. Keine halbe Stunde später sind die Polizisten vor Ort, um ihn dingfest zu machen. Herr Konrad Singer? Wer will wissen? Sie sind vorläufig festgenommen. Sie werden beschuldigt, die Frau Regina. Halt, halt! Scheiße. Ganz ruhig, ganz ruhig. Runter auf den Boden, auf den Boden. Hände auf den Rücken. Ganz ruhig. Was wollt ihr von mir? Ja, was? Komm runter, fette Sau! Ja, ich komm ja gleich runter. Ey, verpiss dich auf meinen Körper! So. Ich hab doch nichts getan! Ja. Komm her. Was wollt ihr denn? So, jetzt komm hoch. Arsch, die Bullschweine. Ja. Komm hoch. Such dich mal. Ja. Ich verdreck dich doch am Arsch. Ja, kannst alles machen. So, du brauchst jetzt auch nichts mehr sagen. Kannst du dich Anwalt einteilen? Kennt mich mal. Wir konnten jetzt einen Überraschungseffekt für uns nutzen und diesen Singer festnehmen. Jetzt wird geprüft, ob sich diese ganzen Vorwürfe bewahrheiten. Und sollte der Staatsanwalt feststellen, dass Singer den Willing getötet hat, dann wird Sam Gerold im Wiederaufnahmeverfahren freigesprochen. 8 Wochen später. Konrad Singer hat den Mord gestanden. Er kannte das Opfer vom Schrottplatz. Sein Motiv? Habgier. Nun verbüßt er eine lebenslange Haftstrafe. Sam hingegen wird heute entlassen. Für diesen Tag hat Nadja unermüdlich gekämpft. Sie und ihre Mutter können es kaum erwarten. Herr Gerold, ich wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön. Und ich möchte Sie hier nicht mehr wiedersehen. Danke, alles Gute. Auch nicht. Ne? Tschüss. Und was möchtest du jetzt machen? Möchten wir zum Sport? Möchten wir was essen gehen? Oder gehen wir spazieren? Nadja, nun stress dich mal nicht so. Alles nacheinander. Schwesterchen, ich wollte dir nur sagen, dass ich wirklich verdammt stolz auf dich bin. Wärst du nicht so hartnäckig gewesen und hättest du viel Mut gehabt, wäre ich noch 9 Jahre da drin gewesen. Naja, aber das macht doch jede gute Schwester, die ihren Bruder doch gern hat. Du hast mich gern? Ja. Ich glaube, das muss ich noch ändern. Ich habe eh noch ein bisschen was nachzuholen von den letzten. Nadja ist überglücklich. Sie hat ihren Bruder zurück und die Ermittlungen gegen sie wegen Amtsanmaßung wurden eingestellt. Endlich ist die Familie wieder vereint.